NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Libero, welches Gemüse erzählt die besten Witze? Du müsstest das wissen. Echt? Ja. Keine Ahnung. Die Kichererbsen. Die Kirchenerbsen. Die Kirchenerbsen, genau. Noch ein Versuch. Wo geht man? Durch ein Loch rein und durch zwei wieder raus. Oh Gott. Sag mal. Durch eine Hose. Letzte Chance, alle guten Dinge sind drei. Was sagt der Kannibale zum Kellner, wenn er auf einer Kreuzfahrt im Schiffrestaurant etwas essen möchte? Keine. Bringen Sie mir die Passagierliste. Oh Gott. Noch ein, okay. Der letzte für heute. Es gibt in jedem Land eine andere Sprache, wie man die Hunde oder wie man die Laute der Hunde nachmacht. So in den USA macht der Hund Wuff Wuff, in Deutschland Wow Wow, in Tschechien Haff Haff. Wie macht man in China? Brutzel Brutzel. Oh Gott. Lieben, was sind denn das für Witze? Geil. Ich glaube, wir könnten eine ganze Folge damit füllen. Ja, ich vermute. Danke für die vielen tollen Witze. Ich habe einige davon gelesen, aber die sind ja eieiei. Ja, also falls jemand mehr hören möchte, wir hätten noch mehr. Ja, und sendet uns weiter Witze, das ist einfach klasse. Ich liebe es, ich liebe es. Ich mag Leute, die Witze erzählen. Und es gibt so Menschen in meinem Umfeld, die haben jedes Mal einen neuen Witz. Kennst du solche Menschen, die immer wieder so neue Witze auf Lager haben? Dann kennst du den schon. Ich liebe es, ich liebe es. Es gibt Menschen, und auch so... Wer ich sehr, sehr gut mag, ihr Lieben, so kleine Empfehlung am Rande, Witze vom Olli. Er hat den Facebook-Kanal, ich glaube, er macht jetzt irgendwie auf TikTok, Instagram weiß ich nicht, TikTok sicher. Und ich liebe die Witze von Olli und ich liebe die Art und Weise, wie er es erzählt, weil er lacht sich schon schlapp, bevor er mich gefallen hat. Also für diejenigen, die gerne lachen, und die gerne noch witzig werden wollen, könnte das eine tolle Empfehlung sein. Ja, danke. Wir feiern schon wieder. Ah ja, stimmt. Jubiläum. Halbes Jahr. Halbes Jahr, wow. NLP Brainpower Podcast. Danke, 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 ihr Lieben, für das viele tolle Weiterempfehlen. Es sind bereits Tausende von Leuten, die zuhören jede Woche. Es ist einfach unglaublich, die vielen tollen E-Mails, Nachrichten auf Instagram und die sozialen Medien sind wir ja mittlerweile aktiv und bemühen uns, den Jungen zu folgen. Gehören wir nicht mehr zu den Jungen? Naja, sagen wir es mal so, Sabrina. Ich bin glücklich über mein Alter, wirklich. Ich würde nicht mehr zurückwollen. Und ich stelle schon fest, jetzt seit ich dieses Coaching mit diesem jungen Teilnehmer habe, mit Fabian, der mich da im Social-Media-Bereich so ein bisschen berät, ich stelle schon fest, es ist anders. Ja, sagen wir es mal so, ja. Anders. Ja. Und ich freue mich so, gerade diese Generation, wie sie Fabian ist, und vielleicht noch ein bisschen jünger, zu beobachten in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ich bin so, so dankbar dafür. Weil ich glaube, entgegen der Meinung einiger Menschen da draußen, glaube ich, dass die jungen Menschen ein Riesenpotenzial haben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele darunter gibt, die wirklich Welt verändern können. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich gebe alles in all dem, was wir hier tun, den Podcast, die Seminare, die Online-Programme,
gebe ich alles, was ich habe, diese jungen Menschen und natürlich auch Menschen in unserem Alter und auch teilweise haben wir auch, wir haben ja jetzt letzthin gerade eine 70-Jährige betreut, super cool. Also auch im fortgeschrittenen Alter gibt es noch Menschen, die weiterkommen wollen. Ich gebe alles dafür, diese Menschen mit all dem, was ich habe und kann und erfahren habe, zu unterstützen, dass die das Leben ihrer Träume leben. Weil, ja. Ja, und wenn ich so denke, meine Großeltern oder Eltern, da hat es ja schon immer geheißen, ach, die Jungen, da wird nichts mehr und oh mein Gott. Und bei uns, da wäre aus uns ja auch nichts geworden, wenn das stimmen würde. Ja, stimmt. Haben wir nochmals Glück gehabt. Ja, halbes Jahr, super cool. Super cool. Mir macht es riesig Spaß. Ja, mir auch. Yeah! Yes! Ja, von daher, Lachen ist die beste Medizin. Wenn ich einen Tipp geben wollen würde da draußen an die Menschen, für die, die sich positiv verändern möchten, mehr lachen. Jetzt weiß ich, wenn ich in der ersten Podcast-Folge schon gesagt hätte, liebe Leute, einfach lachen, dann wird alles besser und alles cooler und alles einfacher. Es wird erfolgreicher, es wird interessanter, es wird gesünder, habe ich mir sagen lassen. Dann hätten mir alle gesagt, ja, lieber, also für das brauchen wir jetzt keinen Podcast. Und letztlich ist es die Wahrheit. Weißt du, was ich glaube, was passiert, wenn man lacht? Nein. Abgesehen von den guten Gefühlen, die angeblich ja gute Chemie ausschütten soll, die das Immunsystem stärken soll, hat Wissenschaft bewiesen. Mhm. Schüttet ja bestimmt auch Glückshormone aus. Lachen. Ja. Ja, Vera Birkenbiel sagt, nur schon durch ein Fake-Lächeln eine Minute lang werden neue Botenstoffe ausgesendet, die dem Körper das Signal geben, glücklicher zu sein als vorhin. Das macht eine Menge Sinn. Und in meiner Welt ist es so, wir beobachten das immer wieder in den Seminaren, wenn wir so ein bisschen rausfinden, was passiert mit den Bildern und mit den inneren Filmen. Wenn da ein Problem gewesen wäre und ich an dieser Stelle lache, wo es ein Problem gäbe, dann kollabieren die Submodalitäten, die Bilder verändern sich plötzlich. Das ist der Punkt, warum das ein gut gesetzter Lachanker lebend verändern sein kann. Ich erinnere mich an diese Teilnehmerin, sie erzählt mir, dass sie irgendwie in der Küche stand und irgendwas verschüttet hätte. Und früher hätte sie so reagiert, dass sie quasi immer an diesen Stellen richtig genervt gewesen wäre. Und dann hätte sie Wut und jetzt habe ich wieder verschüttet. Und es gab diesen einen Morgen und irgendwie war das so lustig, weil irgendwie das, was sie verschüttet hatte, irgendwie so komisch von den Kästchen runtergetropft ist, dass sie plötzlich anfängt zu lachen. Und ihr Mann steht morgens auf und geht in die Küche und das Erste, was er hört, ist einfach, dass seine Frau sich quasi schlapp lacht und sie sagt, das hätte ihr Leben verändert. Das hätte ihr Leben verändert, weil sie an der Stelle angefangen hat zu lachen, wo es nichts zu lachen gab. Und es ist die beste Variante, um Leben zu verändern. Ich bin immer noch davon überzeugt. Deshalb, super coole Witz. Der Kannibale. Es gibt schon so Witze unter der Gürtellinie, oder? Ja, hat es auch ein paar noch dabei, ja. Die hast du nicht vorgelesen. Oh. Nein, ich habe die anständigen gewählt. Ja, de facto ist es so, es gab immer so wieder ein bisschen diese Stellen. Mir hat einer meiner Trainer erzählt, der sehr viel mit Jack Canfield unterwegs ist. Da kamen die Teilnehmer, gingen immer zu ihm und sagten, oh, wie ist denn das, wenn man da so mit Jack Canfield Zeit verbringt? Was besprecht ihr da? Wichtige Business-Themen und. Und dieser Trainer sagt einfach nur, schau, Jack und ich erzählen uns schmutzige Witze und lachen uns einen Abend lang schlapp. Und es ist so heilsam für beide. Und ich glaube, dass da viel von Leben drin handelt. Wir nehmen uns vielleicht an vielen Stellen einfach zu wichtig. Und sich nicht mehr so wichtig zu fühlen und irgendwie alles ein bisschen als Humor, als Spielwiese anzugucken, wie wir es als Kind gemacht haben,
glaube ich, das hat sehr viel mit Erfolg in meinem Modell zu tun. Weil du hast, ich glaube, das war die letzte Folge oder die vorletzte Folge, wo du gesagt hast, ja, wenn jetzt quasi begeistert oder witzig, wenn das schon ein Lebensziel sein soll, ja, wo führt das hin? Ich beobachte, dass wenn das schon eine Stelle wäre, die meisten Menschen berücksichtigen würden, dann würde es uns allen viel, viel besser gehen. Das würde so viel Potenzial rausnehmen, um anderen Menschen was Schlechtes zu wollen. Weil wir hätten einfach nur Spaß und würden den ganzen Tag lachen. Was gibt Schöneres als Lachen? Ich liebe es. Ja, und es ist schon komisch. Es gibt doch diese Experimente, wo jemand auf einer Bank sitzt und weint und andere Leute spazieren vorbei, ja, und denken sich, ach ja, der oder die ist halt traurig, normal eben. Und wenn da jemand sitzen würde, der sich krumm lacht, würden alle denken, spinnst du? Der ist nicht ganz gar. Da war auch noch ein Witz dabei, den habe ich jetzt nicht vorgelesen, wo mach da mal, geht komm. Irgendwie ein Patient. Einer geht noch. Genau. Der war irgendwie so, da geht ein Patient zum Arzt und der Arzt sagt ihm dann, ach, lieber Patient, tut mir sehr leid, ich muss Ihnen mitteilen, Sie haben eine schwere vererbte psychische Erkrankung. Und der Patient meint nur, ach, das ist nicht so schlimm, wenn es uns allen so geht. Wir haben eine Menge Spaß damit. Ja. Ich hab einige beobachtet, die mit Lachen angeblich unheilbare Krankheiten wirklich wortwörtlich weggelacht haben. Da hat es Fälle gegeben in Seminaren, wo ich Teilnehmer war. Das ist absolut fantastisch. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit, wir können jetzt da irgendwie einfach spontan Heilung erfahren und so. Das ist nicht mein Punkt. Nur ich glaube, wenn das ja stimmt, was die Wissenschaft rausfindet, dass man gute Gefühle hat und gute Gefühle, Immunsystem stärkt, dann macht es doch eine Menge Sinn, mehr zu lachen, gerade wenn ich sowas habe wie vielleicht eine Krankheit, die nicht so witzig wäre oder irgendein Stressthema, damit mein Immunsystem genug stark ist, dieses Ding irgendwie zu meistern, zu überstehen, sowas auch immer. Und da gibt es 1000 verschiedene Ansichten und ich glaube einfach immer noch, Lachen ist die beste Medizin. Es ist so heilsam. Wir auch in den Seminaren, wir lachen so viel. Es gibt Teilnehmer, die kommen zu uns, du hast es selber erlebt, die sagen, danke, ich habe seit Jahren nicht mehr so viel gelacht. Ich habe noch nie so viel gelacht wie in diesem Seminar. Es ist einfach toll. Coole Energie. Es gibt ja auch ein Lach-Yoga. Ja, das ist lustig. Also ich war noch nie. Warst du schon mal im Lach-Yoga? Nein, ich hab schon einige Berichte darüber gesehen, YouTube und so. Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Ich glaube, das muss ich mal austesten. Ja. Die fangen typischerweise mit den lauten Ha-Ha-Ha-Ha-Ha an. Okay. Ja, probier's mal aus. 5 Minuten vor dem Spiegel, du wiederholst diese Laute. Ha-Ha-Ha-Ha. Und guck's mal, irgendwann findest du dich selber so albern, dass du gar nicht anders kannst als zu lachen. Ja, sehr gut. Witzige Folge. Ja, wir haben tatsächlich die ganze Folge jetzt gefüllt mit. Ich hätte noch einen zum Abschluss. Okay, leg los. In Erinnerung an einer meiner Teilnehmer. Ich werde ihn den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten. Oli, falls du zuhörst, der ist für dich. Was ist der Unterschied zwischen einem Hamster und einer Zigarette? Keine Ahnung. Zünd an, rauch's und find's raus. Oh Gott. Ihr Lieben, ja, okay. In diesem Sinne. Eine tolle Woche. Ja, eine tolle Woche. Viel Spaß. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.